Hallo Freunde, letzte Woche ist es also passiert. Ein Video von mir wurde von YouTube aus dem Kanal genommen. Interessanterweise hatte dieses YouTube-Video in der ersten Stunde, es war glaube ich gar keine Stunde online, die besten Abrufzahlen von allen meinen YouTube-Videos. Wer meine YouTube-Videos sich anschaut, wird sehen, dass wir da in der Regel, wenn wir interessante Themen haben, irgendwie zwischen 100 und 300.000 Aufrufe haben. Und tja, ich habe es dann woanders hochgeladen, ja, habe das über meinen Telegram-Channel angekündigt, habe es dann auf eine andere Plattform hochgeladen, nämlich Rumble, und hatte dann 1.500 Aufrufe, vielleicht sogar weniger. Also es war auf jeden Fall nicht die Mühe wert. Die Problematik liegt nicht darin, dass YouTube in irgendeiner Art und Weise eingreift, vielleicht auch zum Eingreifen aufgerufen wird oder sonst irgendwie, sondern die Problematik liegt in was ganz anderem. Aber dazu gleich mehr. Aus meiner Sicht bewegen wir uns, und daher auch mein Thumbnail mit dem freundlichen österreichischen Kumpel, wir bewegen uns in ein totalitäres System. Wir haben eine Parteienlandschaft, die anfängt, der Weimarer Republik zu gleichen. Wir haben irgendwelche Splitterparteien, die erzählen, sie seien Volksparteien, und haben ja früher als extrem angesehene Parteien, ob das die Grünen sind oder die AfD, die Erfolge feiern. Wir haben eine FDP, die gar nicht mehr existent ist, die sich immer nur wieder ins Gespräch bringt, indem sie versucht, mit irgendwelchen anderen Parteien zu koalieren und Leute, die Hoffnung haben und die praktisch die Wählerstimmen geliehen bekommen. Also es ist auf jeden Fall ziemlich krank. Wenn wir uns anschauen, was wir in Europa erleben und auch was wir in Amerika erlebt haben, wir haben es bei der Wahl jetzt gesehen, und es geht gar nicht darum, ob Betrug oder nicht Betrug. Das ist vollkommen egal, weil es ja vielleicht sogar auch gesperrt wird. Es geht einfach darum, dass sich soziale Medien erlauben, aufgrund ihrer Monopolstellung Meinungen vorzugeben. Und das kann ja gar nicht sein. Die stellen sich also hin und erlauben sich zum Beispiel, den Herrn Trump aus dem Spiel zu nehmen. Jetzt hat der ziemlich viel Geld und überlegt ja wohl, eine eigene soziale Medienplattform aufzustellen, und hat sicherlich dann auch die Leute, er hatte ja irgendwie 80 Millionen Follower auf Twitter, die ihn dann befähigen, trotzdem seine Message nach draußen zu bringen. Wir sehen aber, dass immer mehr Medien gleichgeschaltet sind. Nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland. In Deutschland ist es ja kaum noch möglich, eine Zeitung zu finden, außer irgendwie, ich glaube, der heißt Junge Freiheit oder so ähnlich, die nicht in irgendeiner Art und Weise denselben, teilweise sogar denselben Text in ihrer Ausgabe hat. Und das ist super traurig. Wir wollen auch heute nicht anfangen, über irgendwelche Dinge, die mit C anfangen, zu reden oder ähnliches. Oder das, was im Moment so en vogue ist, dass jetzt freundlich mit einer Nadel in den Körper gestochen wird. Auch dieses Wort mit I will ich gerne vermeiden. Wir wollen darüber gar nicht anfangen, weil es ist sinnbefreit. Es würde dazu führen, wenn ich meine Meinung sage, dass auch dieses Video wieder gelöscht wird. Leider ist es so, dass Meinungsfreiheit nicht mehr stattfindet. Es ist in kleinem Rahmen mir schon vorher passiert und vielen Kumpels, Bekannten, Freunden, Leute, die ich so beobachte, auch. Es gibt viele Menschen, die Kanäle haben, denen ich folge und die ich teilweise auch unterstütze und bewundere, die verschwunden sind, die es nicht mehr gibt, die einfach weggeschaltet worden sind. Also ich habe nur ein Warning bekommen, und beim nächsten Mal gibt es dann einen sogenannten Flag,
Und wenn du das dreimal kriegst, dann bist du aus. Dann ist dein Kanal ja, weg. Und alles nur, weil du versuchst, Informationen nach draußen zu bekommen. Diese Informationen habe ich wirklich recherchiert und habe es mir nicht leicht gemacht. Ich habe nie mich hingestellt und habe aufgerufen zu irgendwelchen Sachen nach dem Motto, mach das nicht oder mach das auf jeden Fall, sondern habe immer versucht, beide Seiten darzustellen. Ich kann euch nur eins empfehlen. Hört auf mit dem reinen Konsum. Hört auf, einfach irgendein soziales Netzwerk anzuklicken und euch von dem Newsfeed, der von diesen sozialen Medien gefiltert wurde für euch, einfach zu konsumieren. Damit gebt ihr eure Meinungshoheit vollkommen aus. Ihr gebt sie auf, es gibt sie nicht mehr. Ihr lasst euch indoktrinieren. Ihr lasst euch dazu bringen, plötzlich zu sagen, wie auch in anderen Bereichen, dass ja, Weißsein scheiße ist und wir uns jetzt verleugnen müssen und lauter so ein Kram, dass es so und so viele Geschlechter gibt. Ich kann mich noch erinnern, wie das ganz anders gesehen wurde. Ja? Wenn ich heute das sagen würde, was ich in den 80er Jahren sagen durfte, da wäre mein Kanal gar nicht mehr da. Und das ist doch schade. Dinge, die früher als Verschwörungstheorie abgetan wurden, ja, das sind alles Dinge, die plötzlich wahr sind. Was haben Sie noch alle gesagt vor der amerikanischen Wahl? Stuffing of the courts wird nicht passieren. Jetzt hat er doch die Kommission einberufen. Ja, es geht doch jetzt darum, Waffenbesitz zum Beispiel illegal zu machen und so weiter und so fort. Es geht darum, Puerto Rico und Washington D.C. zu eigenen Staaten zu machen, sodass es mehr Stimmen gibt für die Demokraten. Der Filibuster soll abgeschafft werden und so weiter und so fort. Es sind genau diese Dinge, wo es vorher hieß, ah, ihr wollt nur Angst machen hin und her, ist doch Quatsch, machen wir nicht. Es sind doch jetzt alle am Laufen. Und so gibt es viele Dinge, die immer wieder sich dann doch als wahr herausstellen. Warum? Weil wir alle, so wie damals, und nein, ich bin Gott sei Dank noch nicht so alt, dass ich mich daran erinnern kann, aber ich habe mit meinen Großeltern darüber geredet und genau so ist es damals geschehen. Damals wurde auch die Presse gleichgeschaltet. Damals wurde erzählt, es wäre so und alles andere wurde verboten. Und dann sagen die Leute, oh, ich habe ja nichts gewusst davon. Ich wusste nicht, dass meine Nachbarn abtransportiert werden in irgendwelche Konzentrationslager. Das wusste ich nicht. Ja? Ich habe gedacht, die, keine Ahnung, machen vielleicht ein Jugendlager oder einen Abenteuertrip oder was, oder wusste gar nichts. Also man hat da blind gespielt und dieses Blindspielen fängt schon wieder an. Was heißt fängt an? Es ist schon in vollem Schwung. Und ich rufe euch auf, eure Meinungshoheit wieder zurückzugewinnen. Hört auf zu konsumieren und fangt an, selbst nach diesen Nachrichten zu suchen. Also, wenn ich hier als Mini-Kanal, als echter Super-Mini-Kanal, normalerweise 100, 200, 300.000 Aufrufe kreiere, dann ist es doch Wahnsinn, wenn jeder meiner 32.000 Abonnenten diese Nachricht bekommt, dass da ein Video runtergenommen wurde und ich auch genug Mails bekommen habe, oh, ist runtergenommen worden, hin und her, wo kann ich denn das finden und bla bla, und ich es dann auf meinen Telegram-Kanal stelle, sodass jeder gucken kann, dass nur irgendwie, keine Ahnung, knapp über 1.000 Leute das angucken. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es ist einfach vollkommen traurig, weil es diese Schwerfälligkeit des Einzelnen so klar beleuchtet. Nehmt euch doch mal die Zeit und guckt doch mal über den Tellerrand hinaus.
Es gibt nicht nur Facebook, es gibt nicht nur YouTube, es gibt nicht nur Twitter. Schaut doch mal über den Tellerrand hinaus. Es gibt News Aggregators, Aggregatoren von Nachrichten, wie zum Beispiel Zero Hedge. Da solltet ihr mal gucken. Inzwischen kann mir auch keiner mehr erzählen, ich weiß, es ist so mühsam, aber es kann mir keiner mehr erzählen, dass er kein Englisch kann. Weil DeepL ist so gut inzwischen im Übersetzen, dass man es wirklich lesen kann. Ich habe das mal überprüft. Und ich kann Englisch. Ich weiß also ganz genau, ob das richtig übersetzt oder nicht. Und man sollte sich das gönnen, mal auf beiden Seiten zu gucken. Ja. Wir haben so diese Gesellschaft, die nur noch in eine Richtung guckt. Nur noch in eine Richtung. Es geht gegen die Polizei, es geht gegen weiße Männer, es geht gegen irgendwie normale Arbeitnehmer, es geht gegen kleine Unternehmer. Ja, es ist alles dasselbe. Es geht gegen rechts. Ich bin auch nicht mal rechts. Ja. Weil wer meine Geschichte kennt, weiß, ich kann gar nicht rechts sein. Überlegt euch doch einfach mal Folgendes. Mein Großvater und seine Brüder wurden von den Nazis im Dritten Reich in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Begründung: Hochverrat am deutschen Volk. Tatbestand: haben Juden geholfen, aus ihren Fabriken zu fliehen, bevor sie nach Auschwitz abtransportiert worden wären. Jetzt denkst du, naja, das war ja danach bald vorbei. Die sind bestimmt, haben ein ganz normales Leben führen können, weil die Nazis gab es ja nicht mehr. Soll ich dir sagen, wie lange das im deutschen bundesrepublikanischen Führungszeugnis meines Großvaters drin stand? Bis zu seinem Tod. Mein Großvater ist 1980 gestorben. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch, seit wann es die Bundesrepublik Deutschland gab, wie lange das Dritte Reich existiert hat und wann die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde. Im Jahr 1949 für die Vollignoranten. Und bis 1980, trotzdem mein Vater Staatsanwalt war, trotzdem er alle Möglichkeiten genutzt hat, um zu versuchen, seinen Vater zu rehabilitieren, ist dies nicht geschehen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich geleistet, ihn posthum zu rehabilitieren. Ist das ein Witz? Nein, es ist leider kein Witz. Und daher, glaub mir, ich bin sicherlich nicht rechts, ich bin sicherlich nicht in irgendwie einer Art und Weise eingepfercht, sondern ich gucke über den Tellerrand hinaus. Ich weiß genau, was ich will, ich weiß genau, was ich nicht will. Und ich möchte Freiheit haben. Freiheit, eine Meinung zu äußern, die ich persönlich vorher überprüft habe. Und ich meine, es gibt doch Leute, die dürfen frei äußern, dass die Erde eine Scheibe ist. Sie dürfen frei äußern, keine Ahnung, dass es 69 verschiedene Geschlechter gibt. Die können alles frei äußern. Ich habe ja jetzt letztens wieder gehört, dass irgendwie ein Planet in die Erde reingetaucht ist und dort noch existiert. Von irgendwelchen, keine Ahnung, wahrscheinlich kommen da die Krokodilmenschen her, wo die Angela Merkel vielleicht ja einer davon ist. Also, hört doch mal auf damit. Könnt ihr bitte anfangen, euch zu informieren? Lest zum Beispiel doch mal eine Zeitung wie die Epoch Times. Ja? In dieser Zeitung, durch diese Zeitung, wo es ja auch Leute gibt, die sagen, oh, was für eine miese politische Richtung. Genau, weil die chinesische Regierung gegen die ist. Deswegen sind wir dafür, oder wie? Das kann doch gar nicht sein. Also, aus dieser Zeitung habe ich damals, und ihr könnt es ja nachgucken, ist ja alles belegbar heutzutage, das Internet vergisst ja nichts. Es sei denn, es wird gelöscht. Dann ist es offiziell vergessen worden. Aber die Thematik Corona habe ich doch damals schon beleuchtet, als noch keiner drüber gesprochen hat. Ich habe x E-Mails bekommen, die sich bedankt haben,
weil sie aus dem DAX damals noch ausgestiegen sind. Es hat 6 Wochen gedauert, bis irgendjemand in Deutschland darüber geredet hat. Ja? Und es gibt viele Dinge, die ich zum Beispiel ganz anders sehe als diese normalen Gegner, zu denen ich jetzt gezählt werde, weil ich angeblich Missinformationen verbreitet habe und so weiter und so fort. Das waren keine Missinformationen. Das ist ein sehr bekannter, sehr geachteter Wissenschaftler, der einen offenen Brief an die Gesundheitsorganisation geschrieben hat, den wir ja oder denen wir folgen sollen. Diese Gesundheitsorganisation sagt komischerweise andere Dinge als zum Beispiel unsere Regierung. Was machen wir denn jetzt? Wir hören auf einen Bankkaufmann, der keine Ahnung hat von dem, was er da macht und der alle 2 Wochen uns wieder aufruft, ein bisschen Geduld zu haben. Weil jetzt könnten wir die Welle brechen mit irgendwie diesem oder jenem. Das ist doch okay, wenn er davon Ahnung hätte, oder? Er kann doch niemand dagegen sein. Das Problem ist, er hat keine Ahnung. Und deswegen sehe ich eben schwarz und glaube, dass wir genau wieder in so eine Falle laufen. Wir Deutschen, wir sind so gründlich, irgendeiner wird mal aufstehen. Und das Schlimme ist, wir gucken die ganze Zeit nach rechts und links marschieren sie alle. Die Sozialisten und Kommunisten marschieren. Guck's dir doch an, was ist denn aus der CDU geworden? Der Helmut Kohl, der dreht ja im Grab, wie ein Brummkreisel macht er. Was die aus dieser Partei gemacht haben, ist ein Witz. Ja? Und sprich mal mit einem Ausländer, ob er der Meinung ist, dass die Deutschen besonders patriotisch, besonders national eingestellt sind. Zero. Wenn jemand sagt, ich bin stolz, Deutscher zu sein, dann wird er als Nazi verachtet. Ganz ehrlich, ich werde immer ausgelacht, wenn ich sage, ich bin nicht stolz darauf, auf eine Sache, auf die ich gar keinen Einfluss hatte. Da werde ich von allen Ausländern ausgelacht. Die sind stolz, Pole zu sein, die sind stolz, Franzose zu sein, die sind stolz, Amerikaner zu sein, die sind stolz, Engländer zu sein, die sind stolz, Grieche zu sein, die sind stolz, Zypriote zu sein. Nur die Deutschen. Die Deutschen, wir sind stolz, mit unserem Kopf im Arschloch von Europa zu sein. Ja, wir haben unsere Beratungskönigin nach Europa geschickt, damit sie uns schön anmacht. Seid ihr alle verrückt da in Deutschland? Also, ich wünsche mir, dass ihr aufwacht, dass ihr Zero Hedge lest, dass ihr euch mal informiert, ohne euch euren Newsfeed überzustülpen bzw. überstülpen zu lassen. Hört auf, diese linksgequälte Presse zu lesen und schaut mal über den Tellerrand. Fangt mal an, was zu googeln. Über Google könnt ihr noch was finden. Fangt mal an, nach beiden Seiten zu gucken. Nicht nur immer nach rechts. Die Gefahr kommt, es ist wie beim Fußball. Oh, ich muss aufpassen auf den Linksaußen, auf den, in dem Fall wäre es ja der Rechtsaußen. Und dann kriegst du über links 5 Tore. Genau das passiert im Augenblick. Und die Wahl im September, ich habe da höchste Bedenken, was da passiert. Wir wissen doch alle, was da passiert. Da wird so viel Stimmung gemacht, dass die AfD nicht stattfindet. Besonders mögen tue ich sie auch nicht, weil sie ein bisschen dumm sind. Aber dass die Grünen dann am Ende die stärkste Partei sind, kann das wirklich jeder wollen? Ich bin ja sogar in meinem Denken grün. Ich bin für positive Umwelt. Ich bin für veganes Leben. Übrigens, das würde die meiste Power bringen. Nicht Elektroautos, sondern vegan Leben. Ich weiß, ich krieg wieder ein paar Kommentare. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, wie viele Leute sich das Video angucken. Wie viele Leute, wie lange dranbleiben. Und ansonsten machen wir eben langweilige Videos. Bis dann, euer Olli. Ciao.